klasse. Überwachungsfreie Gesellschaft, in der wir uns ohne RFID-Chips durch die Straßen bewegen dürfen, in der nicht alle unsere Daten mitgeschnitten werden, in der Konzerne wie Facebook so zerschlagen werden, dass es nicht mehr gefährlich wird, mit seinen Freunden zu kommunizieren. Ich freue mich auf die Bilder. Wer Bilder sehen will übrigens, der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung organisiert sich ja nicht als eine feste Struktur. Vergisst man uns immer, wenn der